Was? Wieso ist denn jetzt hier ein Ausgang? Willkommen zurück bei der nächsten Folge AAA. Wir ist der NRW Boy 18 und warum ist hier jetzt ein Ausgang? Ich krieg einen Honk. Ich krieg ja echt einen Honk. Es kann nicht sein. Ich krieg ja. Wir kommen endlich zur Kapelle. Um Gottes Willen, wo sind wir denn jetzt hier? Batman! Batman! Wilhelm! Willy! Hier ist Alf! Achso. Noch so ein Zettelheimer. Das muss Wilhelm sein. Na, Kumpel? Alles Kumpel hier. Hi, ich bin Archibald. Wie heißt denn du? Hey, ich bin Wilhelm. Oder Willy the Warrior. Oder Willy der Willenlose. Oder Willy der Gnadenlose. Ganz wie es dir gefällt. Sag mal, was machst du eigentlich hier? Ich? Nun, ich bin sozusagen der Aufpasser vom Dienst. Und auf was passt du auf? Na, dass uns Kurt nicht unser schönes Fest versaut, verstehst du? So? Wie könnte er das denn? Tja, zum Beispiel, indem er die Stereoanlage sabotiert. Oder schweinische Sprüche über die Lautsprecher verbreiten tut. Oder so. Und du passt auf? Wie machst du das denn? Siehst du den Hebel hier? Der ist für die Zugbrücke. Wenn Kurt in den kleinen Tempel zur Stereoanlage will, dann muss er erst diesen Hebel umlegen, damit die Zugbrücke runtergeht. Aber ich bin der Stärkste von allen und an mir kommt er nicht vorbei. Sag mal, könntest du mir vielleicht die Brücke öffnen? Dir? Warum denn das? Was willst du denn im kleinen Tempel? Wollte ich nur mal umsehen. Fritz ist ein alter Kumpel von mir, weißt du, und meine gelbe Quietscheente ist weggelaufen. Na, wie süß. Meine gelbe Quietscheente ist weggelaufen. Ich suche sie. Echt? Na ja, dann. Aber warte mal. Du könntest mir einen Gefallen dafür tun, ja? Besorg mir doch ein Bier. Mir ist so langweilig hier und da könnte ich doch ein bisschen vorfeiern. Meinst du nicht? Ein Bier. Das geht aber noch. Ein Bier im Dienst? Das geht doch aber nicht. Ach, bei uns geht alles. Und ein Bier geht immer. Ein Bier? Na gut, ich will sehen, ob ich eins kriege. Na prima, ich warte dann so lange. Bis später dann, ja? Ja, bis dann. Die Zugbrückenmaschine. Toll. Es wundert mich, dass er zu dem Batman-Logo nichts irgendwie sagt. Nicht, dass sie noch irgendwie Lizenz oder so abdrücken müssen. Ja, ich vermute mal, dass es was mit den Aktionen zu tun hat, die wir hier im Spiel machen. Dass wenn wir erst mit jemandem gesprochen haben oder irgendwo irgendwas gemacht haben, dass wir erst dann die Möglichkeit haben, da weiterzugehen. Was ich persönlich ziemlich scheiße finde, weil das ist kacke. Man kommt einfach nicht drauf und sucht sich einfach einen Tod, weil man da ja vorher geguckt hat, da war nichts und dann kommt man irgendwann nicht mehr darauf, da nochmal nachzugucken. Genau wie jetzt hier mit dieser Quietsche-Entchen, diese Quietsche-Entchen-Station mit diesem komischen Arm da unten runter, macht mich schon wieder recht stutzig. Und dass er auch immer sagt, dass er seine gelbe Quietsche-Ente verloren hat, wer zum Henker ist denn das? Eine Zotteldame? Hat die Galli vor die Hüten. Eine Dame, wie es scheint. Na, Knabe? Ui. Alles klar? Ja, Mickey Maus. Ne, Minnie Maus. Hey, nicht so frech, du Zotteltier. Hey, nicht so frech, du Zotteltier. Stell dich nicht so an, Bürschlein. Hast wohl das Reden aus dem Duden gelernt, was? Ich nehme alles zurück. Es ist ein hochgepinschter Schlumpf. Allerdings, meine Dame, darauf lege ich Wert. Dann suchst du dir besser einen anderen Gesprächspartner, was? Na gut, wiedersehen. Na? Nein. Na, okay. Bestens. Und? Ist bei dir auch alles im Lot, hä? Ja, kann ich klagen. Ja. Siehst aus, als wärst du gerade eben unter einen Zug geraten, Kumpel. Yo, Mom. Das ist eine Dampfwalze gewesen. Und du? Als hättest du unter einer Dampfwalze gepennt. Passiert mir öfter. Ich seh schon, du hast Humor, Junge. Mit solchen Leuten rede ich gern. Was kann ich für dich tun? Ja, ich brauche ein Bier. Ich bräuchte deine Auskunft. Eine Auskunft? Da ich kein Auskunftsbüro bin, kann ich eine Auskunft nur gegen eine Einkunft geben. Was sagst du nun? Aha, ja.
Ich bin platt. Wie wär's mit einer Niederkunft? Das war jetzt ein unanständiger Witz. Hast du es nicht gemerkt? Sowas darf dir nicht wieder passieren, verstanden? Oh, sorry. Also gut, die Antwort war trotzdem witzig. Deswegen hast du jetzt eine Niederkunft frei. Was willst du wissen? Kann ich ein Bier kriegen? Ein Bier? Du lieber Himmel, nein. Heute Abend ist ein großes Fest. Da muss ich meine 66 Hektoliter horten. Sonst geht uns die Flüssignahrung aus, verstehst du? Ist klar. Ich verrate dir auch, was Schotten unter ihrem Rock tragen. Das weiß ich längst. Wir sind Hightech-Aliens, verstehst du? Das Erste, was wir hier erforscht haben, ist das Bermuda-Dreieck. Das Rätsel der Pyramiden und was Schotten unter ihrem Rock tragen. Nichts! 66 Hektoliter? Für 30 Leute? Das soll nicht genug sein? Nein, ist es bestimmt nicht. Was weißt du schon, was unser eins zum Trinken braucht? Für was denn? Für einen Selbstmord? Du bist doof, Mann. Ich glaube, du suchst dir besser einen anderen Gesprächspartner. Oh. Na gut, wiedersehen. Ach nee. Ah, da... Kann ich im... Ein... Null. Nur 66 Hektoliter für 30 Leute? Das ist wirklich knapp. Du hast wenigstens Verständnis, mein Sohn. Das finde ich gut. Wäre das nicht ein klitzekleines Fläschchen wert? Hm? Hey, du hast es wirklich nicht kapiert, was? Wenn unser einer auf dem Trockenen sitzt, dann ist alles zu spät, Junge. Wie kommt das denn? Wie das kommt? Na gut, ich will's dir erklären, Junge. Hast du schon mal von der großen Magellanschen Wolke gehört? Du meinst diese Zwerggalaxie da draußen im All? Genau, du bist ja doch gebildet, Junge. Also, sie erscheint euch in euren Teleskopen deswegen rötlich, weil es dort noch eine andere Wolke gibt. Nämlich eine, die aus Alkohol besteht. Das haben sogar schon eure Wissenschaftler festgestellt. Was sagst du nun? Ist klar. Echt? Freischwebender Alkohol im Weltall? Methylalkohol, um es genau zu nehmen. Und von dort stammen wir, verstehst du? Wir wollen uns nicht ständig besaufen, sondern Alkohol gehört zu unserem Stoffwechsel, wie bei euch das Salz. Ihr bringt aber Leute das Zeug. Bringt aber auch Laune das Zeug, was? Naja, ist ja keine Schande, nicht wahr? Wir sind eben immer gut drauf, Kumpel. Na, dann verstehe ich, dass ihr euer Bier braucht. Na, das ehrt dich. Ich glaube, jetzt kann ich dir doch ein Fläschchen geben, was? Aber nur eins. Echt? Das ist aber wirklich nett, weißt du? Ja, ich weiß. So bin ich halt. Danke. Hier hast du dein Bier. Aber teile es dir gut ein, hörst du? Ja, versprochen. Vielen Dank und bis später. Nette Dame. Okay, wir haben das Bier für Wilhelm. Hier im Wald, das müsste Kurt übrigens gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Hallo, Kapelle. Ach nee, wir müssen erst hier zum Felsen. Dann am Verdachtsmonument. Verdachtsmoment. Was auch immer damit gemeint ist. Vorbei und dann zu ihm. Nicht ihm direkt das geben, sondern einfach mit ihm reden. Na, Kumpel. Du bist es wieder. Yep. Na, was gibt's denn diesmal? Hier, ich hab dir ein Bier besorgt. Echt? Wusste ich's doch. Das finde ich super. Ah.
finden. Nass. Uiuiui. Danke schön. Na, dann kann ich dir ja jetzt den kleinen Gefallen tun, was? Ja, das wäre super. Also, dann? Danke. Ich danke dir, bis später dann. Hat er sich gerade in der Hose auch gefreut? Oder wonach sah das aus? Eieieiei. Merkt man richtig, dass alle Hohl vom Stopfwechsel gehört. So, Zugbrücke ist unten, dann müsste jetzt hier in der Kapelle diese komische Stereoanlage sein. Ah, da sitzt der Nächste. Sieh an, Kicherwasser gibt's hier auch? Nein, danke, ich trinke nur Single Malt. Ein Gameboy, ein Spieljunge. Diese Kulissenleute lassen ihren Krempel aber auch wirklich überall herumliegen. Ich spiele nur mit Super VGA. Lachgas, ich muss sagen, der Mann ist echt gut ausgerüstet. Wow, das nenne ich eine anständige Heimstereoanlage. Der Schmerzgrenzindikator. Ah, die gleichen hatten sie damals in Fillmore East beim Led Zeppelin Konzert. Okay. Naja, okay. Reden wir mit ihm. Hallo. Woher weiß er, dass ich da bin? Und nimmt genau in dem Moment... Du bist es wieder. Ich hatte schon Angst, es wäre Kurt. Wieso schon wieder? Wieso schon wieder? Ich war hier noch nie. Ich bin zwar nicht Kurt, aber er schickt mich. Wie? Was? Kurt schickt dich? Genau, Mann. Ich soll dir was ausrichten. Ja, er sagt, du wärst nun sicher vor ihm. Er wandert aus. Ja, er sagt, du wärst nun sicher vor ihm. Er wandert aus. Echt wahr? Puh, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ich dachte schon, er wollte mich abmurksen. Wegen der Sache mit seiner Schwester, weißt du? Ist schon gut. Sag mal, warum trägst du diese Kopfhörer? Ich stehe zurzeit auf einem anderen Sound als diesen hier, weißt du? Ich höre zurzeit nur noch Splatter Smash. Ist echt stark. Willst du mal hören? Nein. Nein, danke. Und du trägst den ganzen Tag diese Kopfhörer? Wie schaffst du es dann, hier Musik aufzunehmen? Nach Etiketten, verstehst du? Ich habe alles genau beschriftet. Dann kann ich meinen ultra coolen Sound hören und die Schlafmützen da drüben wie einen Rock. Aber das Geile ist, oder das Schade an der ganzen Sache, finde ich, dass wir die Musik, die hier angeblich läuft, überhaupt nicht hören. Haha, guter Trick. Aber jetzt Spaß beiseite. Wie? Was? Spaß beiseite? Was soll das heißen? Hast du etwa doch was mit Kurt zu tun? Wenn das Geile ist, schaut mal bitte, was hier unten auf dem Kasten steht. Bitte ein Byte. Genau, Mann. Ich soll dir was ausrichten. Um Himmels Willen, ich sag ihm, ich hab seine Schwester nicht angerührt. Sag ihm, ich wollte sie nur auf ein klitzekleines Bier einladen. Verstehst du nicht mehr? Jetzt ist es zu spät, Mann. Oh nein, Hilfe, tu mir nicht. Ich hab ja solche Angst. So, jetzt ist's soweit. Bereite dich auf Sterben vor. Warte, vielleicht können wir ja ein Geschäft miteinander machen. Ja, ein Geschäft. Man glaubt es dem Archie irgendwie gar nicht, wenn er so einen auf böse macht. Ich werde dich an zu Zottelmarmelade verarbeiten. Deine Jungs werden ohne Sound nach Hause fliegen müssen. Haha, war alles nur ein Witz, beruhige dich wieder. Deine Jungs werden ohne Sound nach Hause fliegen müssen. Oh. Wow! Ich bin schlimm. Ich bin schrecklich. Ich bin das Entsetzende selbst. Ist klar. Seht ihr, was ich meine? Okay. Ja, aber wie schalte ich jetzt die Musik ab? Ja, schön. Den Rock. Okay, was hat es mit dieser Kassette auf sich? Ich schätze, ich muss sie noch vor Mitternacht zurück zu Fritz bringen, sonst bin ich geliefert.
Fritz von Fingerhoff. Tja. Nein, will er immer noch nicht. Gut, dann... Was? Nur Elektronik, Messuhr. Ich glaube, der ist gerade nicht sehr gesprächig. Okay. Zu Fritz. Fritz von Fingerhoff. Dann war das doch hier nicht Kurt. Oder doch? Ja doch. Ja, eigentlich schon, oder? Oh, ich weiß es nicht mehr. Da bist du ja wieder. Und? Was ist mit der Musik? Ich bin leider noch nicht so weit. Oh. Aber ich schaff das schon noch. Bis später dann. Fritz, die Kassette. Wo zum Henker? Wer ist Fritz nochmal? Warte mal. Ach nee, erstmal hier zum Felsen. Das hier war ja Wilhelm. Aber der hat ja keine Kassettenrekorder. Oder so Abspielgerät. Na, das ist Wilhelm. Warum steht hier der Name? Ach gut. Was? Na Kumpel, wie geht's denn so? Ach gut, ich hoffe dir auch. Ich muss weiter. Bis später. Okay. Na, das ist ja nur die Maschine für die Zugbrücke. Ich stehe gerade ein bisschen neben mir. Das kann am Schlafmangel liegen. Hallo? Ja, hier habe ich ja kein Abspielgerät. Und das ist der Chef. Na, Mann? Nun? Tja. Gut, Professor. Wer ist Fritz, Mann? Was mache ich jetzt mit dieser Videokassette? Oder generell Kassette? Benutze, ja, super. Mit Kamera. Ein Foto von machen. Jetzt bin ich da schon drin gewesen, verdammt. Muss ich die einfach damit benutzen, oder was? Lieber nicht. Was würde Fritz dazu sagen? Wer ist Fritz? Moment mal, er schläft ja wieder. Ah. Du bist es wieder. Na hör mal, du hast mir das letzte Mal einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Ich habe inzwischen gehört, du hättest mit Kurt gar nichts zu tun. Oh, sorry, war nur ein Spaß. Ich muss nochmal weg. Bis dann. Gut, das funktioniert also auch wieder nicht. Freunde, ich war jetzt überall. Was übersehe ich hier? Das kann doch nicht wahr sein. Am See ist nichts, da oben ist nichts. Im Wald, das ist nicht Fritz. Und hier in der schwarzen Stadt haben wir nur die Dame,
den Chef und den Professor. Da geht's auch nicht weiter. Puh, ich dachte schon, die suchen mich hier, okay. Da bist du. Ich bin la. Nee. Hallo. Was war das nochmal für ein Zettel? Eine Nachricht, da steht. Achso. Schätze, ich muss sie noch vor Mitternacht zurück zu Fritz bringen, sonst bin ich geliefert. Wer ist Fritz? Bin. Also wirklich. Ich stehe, glaube ich, komplett gerade neben mir und alle vor dem Bildschirm sagen sich, oh mein Gott, Tom, du bist so dumm. Und vielleicht stimmt das auch, aber ich habe echt im Moment null Plan. Hier hinten, das ist Melanie, der Kapitän und die Mannschaft. Hier oben, das ist Wilhelm. Hier will er mit uns nichts mehr zu tun haben. Vielleicht ist hier irgendwo Wilhelm. Die schwebenden Steine vielleicht. Ne. Und den Hebel, kann ich den Hebel vielleicht selber benutzen? Ah. Ich schätze, Wilhelm würde mich rösten, wollte ich das versuchen. Ein Hebel, ich schätze, hier entscheidet sich alles. Ja. Da, guck mal, gebe ich dir Kassette. Ich habe keine Ahnung, Mann. Wer zum Henker ist Fritz? Unser Chef vielleicht zu Hause in der Bibliothek? Wobei, nee, wir haben ja nur Bücher ausgeliehen. Ich versuche es jetzt hier nochmal und dann soll es das gewesen sein. Dann bin ich offiziell wiedermals ratlos. Rastlos, planlos, alles los. Ah, da bist du ja wieder. Was kann ich für dich tun? Ich bräuchte deine Auskunft. Eine Auskunft? Da ich kein Auskunftsberuf... Ja, ich bin platt. Ich bin platt. Der Witz war's auch. Ich meine platt. Hiermit hast du verloren und darfst dich wieder setzen. Der nächste bitte. Wie? Ah. Ich... Na, da ich kann... Lass doch... Das ist... Wie wär's mit einer... Das war jetzt ein unanständiger Witz. Oh. Also gut, die... Hast du schon mal was vom Fritz gehört? Hast du schon mal von einem Fritz gehört? Fritz, das ist unser Discjockey. Der sitzt im kleinen Tempel drüben an der Schlucht und legt uns Musik auf. Gut, damit wäre die Auskunft erteilt. Wir wünschen einen schönen Tag und beehren Sie uns bitte recht bald wieder. Ja, danke, vielen Dank. Reizend. Aber da war ich doch schon. Herrgott. Alter, wenn jetzt hier auf einmal jemand anderes sitzt, dann raste ich aus. Dann raste ich echt aus. Nein. Ah, du bist es wieder. Na hör mal, du hast mir das... Sorry, Mann. Muss ich das jetzt verstehen?
Mini-Geysir, oh wie süß. Da bist du. Ich bin... Ich bin jetzt gerade ein wenig verwirrt. Jetzt habe ich Fritz, aber wo soll um Himmels Willen der sein? Ich bin jetzt überall gewesen. Und hier sitzt Wilhelm. Ja. Was soll das? Ach so, wenn ich... Moment. Vielleicht, wenn ich... Wobei, das hat bisher noch nie funktioniert in dem Spiel, wenn ich einen Gegenstand einer Person direkt irgendwie übergeben wollte. Aber vielleicht muss ich das, die Kassette ihm direkt geben. Nein, lieber nicht, was würde Fritz dazu sagen? Das ist doch Fritz! Na! Okay, Freunde, ich hab keine Ahnung mehr. Wir machen hier Schluss, sehen uns mit der nächsten Folge wieder hier bei AAA. NRW bei 18, adieu.